Guten Tag. Vielen herzlichen Dank, Herr Michel, dass Sie heute Zeit fanden, unsere Galerie zu besuchen. Heute ist unser erster offizieller Tag, wenn wir für das Publikum auf sind. Wir hatten am Freitag, 12. April, eine Vernissage, wo sehr viele Menschen da waren. Und erfahrungsgemäß bei so einer Veranstaltung sieht man auch weniger von der Kunst, was gezeigt ist, weil es einfach voll ist. Und diesmal können wir sagen, wir hatten Glück, dass Leute haben sich gefreut. Es gab viele Gratulationen und Glückwünsche, aber auch einige interessante Fragen waren schon gestellt, so wie warum als sammelnder Künstler zeigt man seine eigene Sammlung, seine Lieblingsstücke werden zum Verkauf angeboten. Ich würde ganz gerne diese Frage jetzt heute hier aufgreifen und diskutieren. Und wir beide kennen uns schon einige Jahre. Ich bin ganz glücklich, dass wir auch zusammengearbeitet haben. Ich habe hier in dieser Galerie den Eindruck, dass diese Bandbreite, die es hier gibt, von der figürlichen Kunst, von gegenständlicher Kunst bis hin zu Dingen, die die Fantasie unwahrscheinlich anregen, die andere Ausgangspunkte haben, die Surrealismus bedienen, die Abstraktionismus bedienen, die zwischen diesen beiden Feldern changieren, das finde ich ganz großartig. Und es ist eigentlich so, dass eine solche Galerie hier in diesem Stadtbezirk in Berlin als ein Zentrum bildender Kunst, bildender Künstler auch eine große Rolle spielen wird. Ich wünsche Ihnen jedenfalls dafür sehr, sehr viel Erfolg. Also ich muss sagen, wenn man heute davon spricht, wie die Kunstentwicklung in beiden deutschen Staaten war, dann muss man sagen, es gab vieles, was von der Gesellschaft her völlig unterschiedlich war. Es gab aber auch eine ganze Menge Dinge, die gleich waren. Wir haben das gemerkt, als wir in Kassel, ich glaube, das war 1976 oder 77, an der Documenta teilgenommen haben. Da waren DDR-Künstler dabei, die gemeinsam mit Künstlern aus der damaligen Altbundesrepublik ausstellten. Das war Willi Sitte, das war Wolfgang Mattheuer, das war Bernhard Heisig, das waren Fritz Krämer als Bildhauer, Jo Jastram als Bildhauer. Und diese Künstler haben gemeinsam mit anderen aus der Bundesrepublik eine gemeinsame Sprache gefunden. Und das war natürlich für uns wichtig, weil wir merkten, wir schmoren als DDR nicht im eigenen Saft, sondern wir machen das, was internationale Tendenzen sind, genauso gut und auf vielen Gebieten genauso ernsthaft wie überall in der Welt. Wenn ich mir zum Beispiel anschaue, die Qualität der Grafik. Es gab in, und gibt es ja heute noch in Leipzig, die Hochschule für Grafik und Buchkunst, die eine lange Tradition hat und wo Hirsch Leiter der Druckwerkstatt war. Ich weiß nicht, ob er es heute noch ist, der wird in Rente sein, oder wo Rolf Münzner und andere ihre Ausbildung genossen. Das ist heute für die Kunst in Deutschland Maßstab. Man kann das nicht anders sagen. Grundverständnis von Kunst, dass ich mir vorstelle, ist wie ein großes Musikinstrument und es hat sehr, sehr viele Seiten, sehr viele verschiedene Aspekte. Und diese ganzen Genres und verschiedenen technischen Möglichkeiten kommen letztendlich alle zusammen und für jeden ist was dabei, jeder kann da etwas finden und es sind ja immer Möglichkeiten, die da eröffnet werden, sind ja Möglichkeitsräume, die da vorgestellt werden. So könnte es sein oder so könnte man es auch sehen. Und in diesem Sinne ist es ein wichtiges, großes humanistisches Projekt, weil es das ist, was eben nicht in irgendeinem Auftrag einer dahinterliegenden Institution sitzt, sondern das ist der freie Raum, in dem wir uns gegenseitig begegnen können vor diesen Bildern, vor einem Bild an sich.
um uns ein Bild zu machen und uns auszutauschen. Und aus der Geschichte kommt man da nicht raus, da ist man immer drin.